Willkommen zurück zu Grandia HD Remaster. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag wann und wenn mein Livestream online geht, dann findet ihr noch einen Link zu meinem Discord-Server, dürft ihr sehr gerne beitreten und einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Wir sind hier immer noch in den Sil-Ruinen, haben in der letzten Episode die Galalt-Streitkräfte gesehen. Baal ist noch hier, Mullen und Lin auch. Und ja, wir müssen jetzt hier weiter. Und rennen hoffentlich nicht in die Kollegen rein. Hey Leute, ich glaube, wir können von hier aus runter. Okay, ich gehe voran. Seid vorsichtig. Okay, gehen wir. Oh, nice. Die sehen nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, dass eine große Macht in diese Richtung blickt. Ist das nur meine Einbildung? Vielleicht ist das nicht nur deine Einbildung. Sieh mal an den Türen. Die Golems. Sie sollen in diesem Schrein sein. Wenn sie sich bewegen, sind sogar die Galalt-Streitkräfte Geschichte. Bewegen? Aber das sind doch nur Bilder. Jetzt sind es noch Bilder. Sie sind versiegelt, bis die Zeit kommt. Aber hey, das ist nur eine Legende. Sehr interessant auf jeden Fall. Leute, sollten wir nicht weiter? Die Galalt-Streitkräfte sind hinter uns her. Außerdem gefällt es mir hier nicht. Natürlich. Eine Sackgasse. Keine Bewegung, Justin. Mullen. Gib mir einfach den Geisterstein, sonst muss ich... Oh. Ihr seid echt ein Nervensägen. Was wollt ihr überhaupt mit dem Geisterstein? Es ist zu deinem Besten. Du weißt nicht, in welcher Gefahr du schwebst. Ich bitte dich nur noch einmal, gib mir den Geisterstein, Justin. Sie können sagen, was sie wollen. Sie sind der Letzte, der ihn kriegen soll. Du lässt mir keine andere Wahl. Wenn du ihn mir nicht freiwillig gibst, nehme ich ihn mir mit Gewalt. Ach ja? Dann holen sie ihn sich doch. Halt, aufhören, alle beide. Warum müsst ihr kämpfen? Können wir nicht darüber reden? Ja, ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen vorbei mit dem Reden. Aber Fina, darüber reden? Er will sich den Geisterstein nehmen. Huch, was ist das? Der Boden. Das kann nicht sein. Nein, das darf er nicht. Wenn er sie benutzt, werden viele Soldaten sterben. Vater, was tust du da? Ganz ruhig, Lin. Das Siegel über den Golems bricht gleich. Danach werden wir uns den Geisterstein vom Auserwählten holen. Oberst Mullen. Mullen also. Er ist erbärmlich, wie seine Mutter. Er hätte überlebt, wenn er die Suche nach dem Stein nicht behindert hätte. Er ist nicht mehr von Nutzen. Der Schrein wird sein Grab sein. Nein, Oberst Mullen. Sie wollen mir nicht gehorchen? Wie interessant und zwecklos. Oberst Mullen. Thank you.
Schnell, Rückzug. Coole Zwischensequenz an der Stelle. Pass auf, Justin, sie bricht zusammen. Mullen. Fina, hier entlang, sofort. Aber was mit Mullen? Du kannst nichts ausrichten. Bewegung, Fina, schnell. Okay, da ist der Text wieder von alleine verschwunden. Hey, hier ist es auch gefährlich. Wir sollten lieber schnell weg. Ja, wir rennen um unser Leben. Puh. Okay, letzter Abschnitt, glaube ich, des Dungeons. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich habe exakt null Ahnung, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich abhauen irgendwie. Ich glaube sogar richtig. Ja, die Items ignoriere ich, ne? Weil brauche ich alles nicht. Und alles, wir laufen richtig. Was soll das? Hier ist auch noch ein Golem. Aber er bewegt sich nicht mehr. Rennt vorbei, wir schaffen es. Warte, Justin, warte. Was ist denn, Fina? War... Oh shit. Fina, Rab, Guido. Wo seid ihr? Antwortet mir. Gute Frage. Und ja, welche Überraschung. Fina ist ein Ikarier. Ich glaube, das kommt sehr, sehr überraschend. Ich meine, wer könnte das schon ahnen, nachdem... ihre Schwester, also Lin, ja auch eine Ikarierin ist. Das ist eine... Natürlich eine Überraschung, das hätte niemand ahnen können, dass Fina Ikaria ist. Zack. Okay, wir wollen weiter. Gucken, wo die anderen drei stecken. Oh, ach, das Dungeon kommt auch noch. Oh nein. Okay, ich will hier einfach durch. Es ist... Gott, ich habe vergessen, dass das noch kommt. Ich mag den Ort hier nicht zu 100%. Oh, wir sind falsch. Ja, viele Items und alles, aber das ist mir relativ egal.
Ding ist halt auch, dass wir alleine sind, deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Bock gerade. Oh, zu kämpfen. Okay. Okay. Okay, wie komme ich jetzt weiter? Zumal ich mich auch verlaufen habe. Was natürlich auch nicht geil ist. Shit, wo war denn überhaupt der Anfang? Hier die Kisten. Da hatte ich ja Raum. Jetzt sind wir wieder hier. Ich will aber hier weiter. Glaube ich. Jetzt bin ich aber auch wieder hier. Ich kann mit den Dingern nichts machen, by the way. Also nicht wundern an der Stelle. Gut, wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich hergekommen bin. Hier wahrscheinlich, ne? Ja, da haben wir nämlich noch einen Weg. Der könnte uns weiterbringen. Eventuell, oder auch nicht. Das sehen wir ja gleich. Ja, sehr gut. Geht natürlich weiter. Okay, wir halten uns einfach rechts. Altbewährtes Mittel, wenn man in den Labyrinth geht. Oder sonst wo, man hält sich einfach an einer Wand entlang. Denn auch dann, früher oder später, findet man den Ausweg. Sehr interessant. Nice. Das ging schneller, als ich dachte. Wir finden die anderen bald. Oh, shit. Nice. Mullen, sie sind es? Fina, wo ist sie? Justin, du hast also überlebt? Was haben sie mit Fina gemacht? Antworten sie mir, Mullen. Justin, hör zu. Nimm den Geisterstein und flieh. Sofort. Hä, wie meinen sie das? Sagen sie mir einfach, wo Fina ist. Ich kann das jetzt nicht erklären. Verschwinde einfach. Los, flieh von hier. Sofort. Hey, ich höre Stimmen. Oh nein, hier hinein. Oberst Mullen, sie haben überlebt. Ja, mir geht es gut. Alles in Ordnung. Wie läuft die Rettungsaktion? Oberst, viele Männer sind unter dem Schutt begraben. Alle wurden zur Rettung und Behandlung eingeteilt. Oberst, ich verstehe es nicht. Warum hat General Baal uns in diese Katastrophe geführt? Das reicht. Ich werde das persönlich mit dem General besprechen. Wo ist General Baal? Er ist zur Grandeur, ja. Zurückgekehrt, Oberst. Mit der Ikarierin. Ich glaube, sie heißt Fina. Was? Haben Sie Fina gesagt? Schieben Sie die Suche nach dem Geisterstein auf. Zur Grandeur. Ja, Oberst. Was? Sie haben Fina. Wir müssen sie retten. Okay. Ist natürlich jetzt nicht so geil, ne, wenn sie Fina haben. Logischerweise.
Halt, was ist das? Es ist mir zwar nicht gelungen, den Geisterschein zu bekommen, aber ich kann mich mit einer weiteren Karrierin trösten. Sie sollten froh sein, wir kommen unserem Ziel näher. General Baal, wir haben die Hälfte unserer Soldaten unter den Trümmern verloren. Was wollen Sie unternehmen? Die Hälfte unserer Soldaten? Ha! Ich werde die Grandeur zur J-Basis fliegen, wo Gaia schläft. Wir hatten das Glück, dieses Mädchen in unsere Gewalt zu bringen. Sie soll ein Geschenk für Gaia sein. Sie nehmen das Kampfschiff Lionlord. Stoßen Sie nach dem Rückzug der Truppen zu mir. Verstanden, Mullen? Ja, General. Verdammt, wie komme ich nur zu ihr? Justin! Rapp, Guido! Was? Was ist das? Habt ihr noch nie einen fliegenden Manta gesehen? Ich habe ihn versteckt. Justin, hallo, Beeilung. Wir müssen doch Fina retten, kapiert? Ja, wir kommen, Fina. Epische Rettungsaktion auf einem fliegenden Manta. Why not? Faszinierend, also hat Lina eine jüngere Zwillingsschwester. Wenn man darüber nachdenkt, ergibt das Sinn. Die Alten schufen ikarische Statuen von vierarmigen Frauen. Sie sollen Zwillingsschwestern darstellen. Und du bist ohne Zweifel auch eine Ikarierin. Nein, ich bin nur irgendjemand. Lassen Sie mich gehen. Wovor hast du Angst, Mädchen? Du wirst Teil der Operation Yggdrasil sein, ein Meilenstein der humanen Evolution. Ich werde ihnen niemals helfen. Justin wird kommen und sie fertig machen. Justin. Heißt so der Junge, der das letzte Stück des Geistersteins hat? Er kommt, um dich zu retten, nicht wahr? Um ihn werden wir uns bald kümmern und ich bekomme den Geisterstein. Justin wird sie besiegen. Er ist viel, viel stärker als sie. Meine Güte, du hast wirklich Temperament, mein Kind. Aber auch das wird sich geben. Bald wirst du mir gehorchen, so wie Lin mir jetzt gehorcht. Bleiben Sie weg von mir. Was haben Sie mit mir vor? Was ist das für ein Lärm? Huch, Justin? Guido, ist alles in Ordnung? Es ging mir schon besser, Justin. Sag mir, warum stürzt sich immer ab, wenn du bei mir bist? Ja. Hey, Rapp, aufstehen. Einige Leute würden sich jetzt um ihren Freund sorgen. Dieser verdammte Schrotthaufen. Ich sollte einfach das ganze Schiff kurz und klein schlagen. Noch nicht, Rapp. Zuerst müssen wir Fina finden. Danach kannst du tun, was du willst. Okay, okay. Mit dem Randalieren zurückhalten, bis wir Fina finden. Hab's schon kapiert.
Egal, Jungs, solange wir nicht reinkommen, können wir nichts tun. Okay, sucht nach Fina und seid bloß vorsichtig. Ah, nice, hier ist sogar direkt ein Eingang. Lul. Ja. Wir sind auf dem Schiff. Und nur zu dritt. Wie sieht's denn itemtechnisch aus? Okay, ich habe genug Plätze frei. Oh. Na ja, komm. Ja, genau. Wir kämpfen jetzt halt eine Weile ohne Fina. Das war ein Helm. Ah, nice. Das ist ein guter Helm. Okay, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, das Gold. Okay. So viel Schaden machen die zum Glück nicht. Wieder Gold. Danke. Ah. Okay, lass mich lustigerweise so weit in Ruhe. Oh. Ah. Okay. Das nehmen wir. Hey, was ist das alles? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Wahrscheinlich so eine Art Maschine, aber wohl nicht dampfbetrieben. Hm, beeindruckend. Das wurde mit uralter Angeluna-Technologie gebaut. Oh. Ah, nice. Safe Point.
glaube, hier werde ich jetzt aber auch die Folge beenden, weil es gerade sehr, sehr gut passt. Ich glaube, es kommen auch größere Abschnitte hier in diesem Luftschiff, wie auch immer. Dann werden wir auf jeden Fall beim nächsten Folge gucken, wie wir hier weiterkommen, beziehungsweise auch, dass wir Fina auf jeden Fall retten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung. Einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag wann und wenn mein Livestream online geht, dann noch einen Link zu meinem Discord-Server, da dürft ihr sehr gerne beitreten. Und einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!